Tja. Da habe ich mich ja wohl ein bisschen überschätzt. Und wieder hängen wir einfach nur alleine auf dem Anführer. Ja, schickt irgendjemand nach oben zum Gemanti-Gebirge. Oh, ich sehe übrigens gerade, dass der Stream auf YouTube gar nicht startet. Da muss ich mir den Blödsinn mal nochmal angucken irgendwann. So, nimmt den noch mit. Und rekrutiert gerade echt Einheiten mit Rang 9 direkt vom Start an. Genau, 6 kann ich mich neu rekrutieren. Oh, er macht's auch. Die sind zwar jetzt teurer in der anderen Armee, aber Hauptsache, unser Prinz hat nicht nur Schrott bei sich in der Truppe wie die oberen. Im Streamplan steigt man nicht mehr durch. Ja, im Streamplan stehen nur noch richtige Events drin. Also wenn ich so zwischendurch mal Live-LP aufnehme oder sowas, dann ist das halt. Aber ich will mich da im Moment nicht so drauf versteifen, weil ich nicht versprechen kann, dass ich wirklich in einer gewissen Zeit irgendwas streame. So, papa. Das war übrigens ein verfluchter Fehler. Obwohl, ich werde noch fliehen, können wir nämlich angreifen. Six looks this way.
Terminus. What is thy name? Ah, die Untoten sind nah an ihrer Vernichtung. Hüter der königlichen Waffen. Ja, jetzt kommt er mit seinen 4 Thresh-Armeen. Lauf bloß weit genug weg. Da war der Prinz schon wieder tot. Und Schloss Tempelhof wird gerade aufgebaut. Ach, die Undead hasse ich. Obwohl, eigentlich hasse ich nur die Banshees. Die gehen einfach bis zur Unendlichkeit total auf die Eier bei den Mistviechern. Alter, jetzt hat er auch den Kolek kaputt gemacht mit der scheiß Banshee. Es kann doch nicht wahr sein, dass jeder verdammte legendäre Held von mir und nicht in der Lage ist, mal den Gegner abzuwehren. For the gods of chaos. Be in battle. Kevin. No. Tempests and fire. Der wird wahrscheinlich wieder versuchen anzugreifen. Ja, da kommen sie. Wird wahrscheinlich auch nochmal zurückfallen müssen. Alter Schwede. Ey. Boah, und die KI zieht quer übers Feld. Da könnt ihr am meisten immer kotzen, ne? Es ist scheißegal, wo man steht, ne? Du kannst auch vorher aufpassen und gucken, oh ja, das müsste in etwa so sein. Und dann kommt der einfach auf dich drauf, ist alles scheißegal. Vor allem, der hat eine Stadt und guck mal, was der für Truppen unterhält. Scheiß Sheet-Kacke immer, weißt du? 12 Spiele machen von der Serie und immer noch nicht gebacken bekommen, dass eine KI ohne Cheaten auskommt. Und der Einzige, der die Kacke am Dampfen hat, bin ich dann. Und kein Wunder, dass Toad War mit der Zeit immer mehr Drecksbewertungen kriegt. Okay.
Chaos! Chaos so strong!
Support. Ihr seid scheiße. Ihr seid scheiße. Ich könnte jetzt das. Also, eigentlich ist das Let's Play ja zu Ende an der Stelle. Bin ich ganz ehrlich zu. Weil mit dem Verlust beider Armeen, beziehungsweise der Hauptarmee, habe ich halt nichts mehr. Fertig. Mit der anderen Armee, das ist eine neue Horde, damit kann ich keine Einheiten produzieren, die mir in irgendeiner Weise helfen. Also würde jetzt die ganze Zeit nur mein Geld verschwinden mit der Zeit und deshalb werde ich jetzt nachladen müssen, ist leider so. Anders geht's nicht an der Stelle. Um den Zug halt anders zu machen. Um halt noch die lange Kampagne abzuschließen. Choose me, Buster. Combat to the death. True chaos awaits. I summon discs of Zinch. You dare? Das macht diesmal nichts, weil ich trotzdem noch fliegen kann und so weit kann, kommt er nicht an mich ran. Aber genauso muss ich den später ziehen. The gods smile.